Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu Phoning Home. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich wollte eigentlich die Aufnahme abbrechen und einfach auf eure Infos warten. Aber mir ist gerade was eingefallen, denn wir haben doch noch so einen Teleporter. Und hier oben, da ist nämlich doch Metall. Und hier vorne ist auch Metall, oder? Hier war doch Metall. Genau, richtig. Das heißt, wir gehen hier hin. Stellen Ani dort erstmal ab. Machen uns ein Portal und dann. Dann sind wir oben. So einfach kann es gehen. Mal gucken, ob wir das. Also die Frage ist natürlich, ob wir das von hier aus treffen, aber ich glaube schon, denn die Schlucht, als wir das erste Portal gemacht haben, die war ja auch. Jawohl. So, 34 Sekunden Zeit. Da muss er sich mal ein bisschen beeilen hier, der Kollege. So. Wo ist jetzt das Portal? Da ist das Portal. So. Und schon sind wir oben. Was, und außerdem, was heißt ja endlich? Ah ja, wir reparieren erstmal Ani. Die war etwas beschädigt. 62%. Da haben wir nichts mehr weiter. Da. Sie versuchen mich zu töten. Okay. Eine Schutzhülle und Korrosionsschutz. Kann ich denn schon sowas schon bauen? Ich glaube nicht. Ich habe keine Info bekommen. Doch, ja, Schutzhülle für Ani. Habe ich jetzt freigeschaltet? Rostschutz, Schutzhülle für Ani. Da brauchen wir. Was ist das? Rostschutz. Rostschutz können wir bauen. Nein, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir Keimlinge. Gut. Naja, dann muss das mal noch warten. Deswegen komm erstmal mit. Ich glaube, da oben gab es noch ein paar Sachen, die wir für einsammeln können, um dich reparieren zu können. Mal gucken, ob sie hinterherkommt. Ja. Warum ist mir das mit dem Portal nicht gleich eingefallen? Das verstehe ich nicht. Weil, ja. Ist doch relativ simpel. Da vorne sind Pflanzensamen, sehe ich gerade. Zumindest oben auf der. Nein, kann ich nicht. Und warum kommst du nicht hinterher? Was? Das hier hinten? Nur höre ich jedenfalls nichts. Ressourcen identifizieren. Ist es das gewesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir eine neue Ressource entdeckt. Mal sehen, wofür wir das brauchen. Wahrscheinlich dann für ein paar Upgrades oder so. Gehe ich mal ganz stark von aus. Wir werden jetzt mal gucken hier, ob wir hier alles einsammeln können. Das ist. Komm nicht. Hier haben wir noch was. Keimlinge. Quietscht sie etwa? Rostschutz können wir herstellen. Okay, dann werden wir jetzt erstmal Ani upgraden. Wir brauchen das. Und Rostschutz. Und das. Ja, der Rostschutz ist für dich. Nimm ihn. Was? Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Finish. Sunburst sieht wild aus. Nein, hier wird nichts gepimpt. Okay, Rostschutz, Korrosion. Warte mal, Rostschutz.
Können wir herstellen. Und zwar hier. Rostschutz. Okay, alles klar. Was ist das eigentlich? Das ist Tetrarium oder so ähnlich. Okay, gut. Können wir das nochmal einsammeln hier? Jawohl. Reparaturkit ist fertig. Das sollten wir... Ach, brauchen wir erstmal noch nicht. Was wir uns aber herstellen sollten, ist... eine Energiezelle. Okay, dann kommen wir mit, Anni. Wir müssen uns, glaube ich, hier mal ein bisschen... Ja, na komm mit. Jammer nicht rum. Mal sehen, wie lange sie das aushält. Ja, ja, na komm. Komm mit, wir gehen hier rein. Sie ist bei 62%. Das geht wirklich ziemlich, ziemlich schnell nach unten, wa? So, hier sind wir doch geschützt. Guck mal, was hier hinten noch liegt, sehe ich gerade. Ein paar Photoniken. Genug Saft, um ihn Licht ins Dunkle zu bringen. Sie liebt Lichter. Hm, ah ja, alles klar. Guck mal hier, kleine Raketen. Was labert die? Typisch Frau kann den Mund nicht halten. Oh, das war jetzt sexistisch, oder? Das hätte ich nicht sagen dürfen. Feministen-Gore, würde ich mal sagen. Weil sie vielleicht so groß gewesen sind? Ja, ne? Unglaublich. Lässt der Sandsturm nach? Da hinten, hinter dem toten Baum. Okay, dann bleib mal hier stehen. Ein Portal aus dem Nichts, wie jetzt... Was denn für ein Portal? Hier ist nix. Mensch, Mädchen, was siehst du denn? Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen was Ressourcen gefunden. Das ist voll. Ja, ja, erzähl ruhig weiter. Was ist denn das? Das sieht aus wie so eine Art Lüftungsgedöns. Das kann ich nicht einsammeln hier, oder was? Das geht nicht. Hm, schade eigentlich. Ah, hier. Das meinte sie mit dem Portal. Aber ich glaube, da gehe ich mal nicht einfach so durch. Wer weiß, wo uns das hinführt. Jetzt kommen hier diese Viecher. Warte mal, pass mal auf. Naja. Du solltest da aber stehen bleiben, naja. Okay, wollen wir... Ich drück mal 5. Und dann gehen wir mal durch das Portal. Lass uns mal gucken. Wer weiß, ob das jetzt ein Fehler gewesen ist? Man weiß es nicht. Ach, wir sind aus der Wüste wieder raus. Ha. Okay, das
Hallo mal wieder, Aion. Tja. Diese... Sister, so nennst du deinen Chef? Ani, darf ich dir EU-18TR289X65 vorstellen? Eine 150-prozentige Explorationseinheit ohne Sinn für Leben oder Schönheit oder Humor. Es ist die offizielle Meinung von EU-18TR289X65, dass TR2 ein vollständig unzureichender Deskriptor wäre. Ja. Ani, Aion, ihr zwei solltet euch umsehen. TR2 und ich werden die Daten analysieren und entscheiden, was zu tun ist. Sis, PC-21SST391V23 ist nicht in der Position, Befehle zu erteilen. Aber es hat recht. Mhm. Okay. Nein, habe ich nicht. Wir sind, glaube ich, etwas schnell gewesen mit der Mission auf dem in der Wüste. Wir hätten uns vielleicht da noch ein bisschen mehr umsehen können. Ich finde ein paar Ressourcen, mit denen du das Großmaul beschützen kannst. Korrosionsschutz, Aufgabe permanent Korrosionsschutz. Ani ist nicht gegen die schädlichen Einflüsse von Sauerstoff, Wasser, Sand und anderen Umweltgefahren geschützt. Ich habe Aion befohlen, sie mit der Rostschutz und der Schutzhülle auszustatten. Jawohl. Okay, dann müssen wir mal gucken. Da müssen wir ein paar... Das ist unmöglich. Ein paar Sachen einsammeln. Aion, lade das Zeug bitte in mein Cargo-Interface unter meinen Bauch. Was? Cargo-Interface unter ihrem Bauch. Da hat man doch... Genau, da hat man doch so eine komische... Vielen Dank. Ich gebe Bescheid, sobald meine Analyse vollständig ist. Mhm. Okay, was hat er da jetzt reingeschmissen? Diese komischen... Diesen... Irgendwas, was wir da eingesammelt haben, was so singt und tanzt. Naja, tanzt nicht, aber es singt und macht Musik. So, was müssen wir denn jetzt tun? Da ist ein ziemlich großer Schmetterling. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du hast Rostschutz nicht mehr. Diese wachsende, singende Materie. Unsere Physik hat ihre Existenz vorhergesagt. Aber nur bei gewissen Abweichungen von universalen Konstanten. Es ist eine mineralische Lebensform, die wir Tetrarium nennen. Tetrarium, ja, so wird es ausgesprochen. Sie wiegt nur 1,63% von dem, was sie eigentlich wiegen sollte. Mit ihr könnten wir vielleicht den Planeten austricksen. Aion, dir fehlt die entsprechende Hardware, um mineralische Lebensformen zu erkennen. Ani kann sie aber hören. Pass also auf sie auf. Sie korrodiert schnell. So, Lichtsonde. Eine Lichtsonde. Die können wir noch nicht bauen, dazu brauchen wir das. Aion, wir haben entschieden, dass du zurück in die Wüste musst. Und Ani begleitet dich. Na gut. Wir haben in euren Aufzeichnungen aus der Wüste schwache Funksignale entdeckt. Vielleicht können wir ihre Quellen nutzen, unser Signal zu verstärken und so P1 zu erreichen. Und es gibt übrigens ein neues Portal. Das öffnete sich direkt, nachdem du dieses Tetrarium bei PC-21SST391V23 eingecheckt hast. Ich setze einen Wegmarker. Setz mal einen Wegmarker. Wir Seine Signatur gucken uns das ist an. Die gleiche wie die des Portals, das euch in die Wüste geführt hat.
Rechnet damit, den Funkkontakt zu verlieren. Viel Glück. Oh nö, jetzt fängst du wieder an zu regnen. Bezüglich unseres Gesprächs über Regen und nächtliche Geräusche, ein paar fand ich wirklich verstörend. Wenn sie von Lebewesen stammen, müssen es die seltsamsten aller Lebensformen sein. Okay, Ani, dann lass uns mal... Es gibt keine Muster in meiner Datenbank, die sie erklären können. Dann lass uns mal gucken. Und wo du schon gucken. Dabei bist, ich habe den Schild freigeschaltet. Er verbirgt deine Metallsignatur. Wir vermuten, dass Tumbler davon angezogen werden. Freigeschaltet, Schild, für okay, einen. Das mache ich später. Der ist nicht für dich. Das mache ich später, ich werde erstmal das Portal suchen und zurück zur Wüste gehen, denn da regnet es wenigstens nicht. Guck mal, hier ist auch schon wieder so ein Suchscheinwerfer, oder? Ist das ein Suchscheinwerfer? Ah ne, es ist eine Wurzel. Na gut, war kein Suchscheinwerfer. Was? Na, das ist komisches Zeug. Du bist albern, Ani. Albern wie ein Adler. So, 16. 12, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Schau mal da oben auf dem Felsen. Sieht nach dem Portal aus, das wir suchen. Ach, und wie komme ich da jetzt hin? Wie komme ich da jetzt rauf? Ernsthaft? Gibt's hier irgendwas Metallisches? Sieht nicht so aus, ne? Oder? Hier hinten ist was Metallisches. Aber hier oben sehe ich nichts. Ja, gute Frage. Wie kommen wir denn jetzt da wieder hoch? Warte, ich gucke mir mal den Fels nochmal genauer an, ob hier nicht doch eventuell irgendetwas ist. So, Ani, bleib mal hier. Vielleicht... Okay, das hat nicht geklappt. Da rutsche ich wieder runter. Vielleicht ist ja da oben irgendwas Metallisches, was ich jetzt von hier aus nicht sehen kann. Müsste ich wahrscheinlich dann wieder runterspringen oder so. Nee, das wird nichts. Ah, doch, hier, guck mal, da oben. Ich wusste es doch. Da oben ist was Metallisches. Gut, dann machen wir den Trick mit unserem Portal wieder. Wieso ist denn der jetzt so langsam? Ach, weil ich keine Energie mehr habe. Energiezelle. Wo ist jetzt Ani? Da. Steht im Regen. Komm mal mit. Kommt sie hinterher? Ja, da ist er. So, meine Kleine. Du, da pass mal auf. Dann stell dich mal hier hin, meine Motte. Und bleib mal hier stehen. Ich werde mal das Portal versuchen zu öffnen. Mal sehen, ob ich das von hier aus schaffe. Sieht nicht so aus, halt mal, hätten wir da oben irgendwas öffnen können, ne? Vielleicht müssen wir. Warte mal. Nee, okay, das funktioniert nicht.
Die Frage ist, wie weit reicht denn das Ding, ne? Kriegen wir das von hier vielleicht offen? Also getroffen, meine ich. Ah ja. So, okay, folgt sie mir jetzt. Ist sie jetzt hinterhergekommen? Ja. Super. Okay, auf dem Felsen soll das Metall sein. Ah, hier. Guck mal da. Das habe ich gar nicht von da unten gesehen. Das sah so komisch aus. Okay, irgendwas hat uns wieder in die Wüste zurückgelockt. Was ist das? Was es ist? Ich drücke F5 und mache Escape, damit es nicht weitergeht. Beziehungsweise kann ja weitergehen, ist ja egal. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, was uns hier wieder in die Wüste geführt hat. Und wie die Geschichte weitergeht von Ion und Arnie. Ja, hat mich gefreut, dass ihr da gewesen seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.